Ja, es ist ein super Gefühl. Wir wussten ja, was heute auf dem Spiel steht, dass es so ein bisschen das Spiel die Saison retten kann. Ja, und ich glaube, wir haben heute von der ersten Minute an gezeigt, dass wir es wirklich wollen, dass wir alles dafür tun, auch den Leuten hier ein Stück was zurückzugeben. Und das haben wir glücklicherweise geschafft. Auftakt nach Maß, ich denke mal, traumhafter hätte es nicht laufen können. War ja ein bisschen fraglich, dass ich überhaupt spielen kann. Hier nochmal Dank an die medizinische Abteilung, die mich super hinbekommen hat. Wurde in der Klinik hier nach 25 Minuten ausgewechselt. War sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich spiele, aber irgendwie haben wir es geschafft mit Schmerzen, mit Tape, mit allem. Ich wollte unbedingt hier im Derby spielen, den Fans ein bisschen was zurückgeben, weil es jetzt in den letzten Wochen auch nicht so gut lief für uns. Viel Pech gehabt, viel Abschlusspech, unglückliche Niederlagen auch dabei. Und deswegen für die Fans war es am wichtigsten, heute zu gewinnen. Das haben wir geschafft und ich denke mal in der Höhe auch ein sehr verdienter Sieg für uns. Also ich glaube, es gibt kein besseres Gefühl als jetzt. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten die letzte Spiel. Auch für unsere Fans, das war nicht einfach, weil ich glaube, dass die haben trotzdem alles gegeben und leider wir haben keine Punkte gemacht. Und heute von Anfang an, wir wissen bei einem Laufen, wir sind raus. Das heute war etwas so speziell, eine andere Stimmung im Stadion und wir haben sofort das mitgenommen von erster Minute. Und ja, ich bin mega stolz auf meine Mannschaft und ein großes Lob auf unsere Fans, weil auf dem Platz wir haben gewonnen, aber im Tribüne wir haben auch gewonnen. Ja, die Frage ist immer, ob das von Ihnen schwach war oder von uns einfach gut gemacht. Wir haben, natürlich spielt uns das frühe Tor in die Karten, da brauchen wir nicht drüber reden, weil das so ein bisschen der Brustlöser war nach den letzten Wochen, nachdem wir relativ wenig Tore geschossen haben. Und wir sind dann aber dran geblieben und haben auch die beiden Innenverteidiger so unter Druck gesetzt, dass die immer und immer wieder Fehler gemacht haben. Und ich glaube nicht, dass das zwangsläufig daran liegt, dass die das heute schlecht gemacht haben. So, und wir sind gut angelaufen, mit einer gewissen Schärfe angelaufen. Und dann sind die beiden wahrscheinlich fußballerisch nicht ganz so gut. Und dann passiert eben der ein oder andere Fehler zu viel. Weil noch nicht langer Ball ist, Steph setzt sich super durch, spielt den Ball in die Mitte. Ich lauere ein bisschen, treffe den Ball irgendwie, auf einmal zappel ins Netz. Ich habe jetzt vorhin erfahren, waren nach 28 Sekunden mein schnellstes Tor im Männerbereich. Ist natürlich ein Start nach Maß und die Fans haben uns daraufhin auch. Er ist unser Physio gewesen. Der ist natürlich super feiert, hat sich auch extrem gefreut, dass ich dann auch noch das entscheidende Tor mache, dann zum 1-0. Sehr wichtig für uns in der Phase und dann ist überhaupt nichts mehr angebrannt. Die Fans haben uns super unterstützt, von Anfang bis Ende. War natürlich auch ein super Pluspunkt und ich hoffe, wir konnten einiges gut machen für die Fans, weil wir auch wussten von der Bedeutung vom Spiel. Und freut mich, dass ich getroffen habe natürlich und der Mannschaft so helfen konnte.